Hallo, nachdem wir uns ein paar kleinere Fallstudien angeschaut haben im vorherigen Video, möchte ich in diesem Video die Diskussion zu einer größeren Fallstudie anfangen, zu dem Kafka-System. Kafka ist einer der derzeit vielleicht populärsten Message-Brokering-Systeme generell und es lohnt sich hier ein paar mehr Folien und etwas mehr Details zu investieren. Fangen wir hier zunächst einmal mit einem groben Überblick an, wie die Funktionalität von Kafka aussieht, wo es auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Zunächst einmal, Kafka ist ein Message-Queuing-System. Es kann grundsätzlich ähnliche Dinge tun wie die davor besprochenen. Es hat aber auch ein paar besondere Aspekte, die es unterscheidet. Insbesondere betont Kafka eher die Vorstellung, dass es Streams, Ströme von Nachrichten gibt, immer wieder kontinuierlich kommende Nachrichten zu Themen, zu gleichen Themen, zu gleichen Topics oder Subjects, die in einem Soft-Real-Time-Kontext zur Verfügung gestellt, ausgeliefert, bearbeitet werden sollen. Soft-Real-Time, hier ist die Betonung natürlich auf Soft, es ist hier bei weitem nicht die Rede davon, dass man harte Garantien für irgendwelche Auslieferungszeiten geben kann, aber doch innerhalb einer relativ kleinen Varianz mit kleinen Erwartungswerten der entsprechenden Zeiten arbeiten möchte. Was Sie dabei nun tun können, ist die Vorstellung, dass Sie einen Strom von Nachrichten haben. Diesen Strom können Sie wieder als Konsument entnehmen. Wir haben Produzenten, die das einspeisen, Konsumenten, die das entnehmen. Aber es gibt auch die Vorstellung, dass solche Ströme transformiert werden können, sodass Sie einen Strom in das Kafka-System bekommen, den durch andere Applikationen durchleiten können, die ihn transformieren würden und dann wieder zurückspeisen und ausliefern würden. Das ist etwas, was Sie als diese Vorstellung von Strömen, vom Verarbeiten von Strömen in den bisherigen Systemen nicht explizit repräsentiert oder unterstützt finden. In dem Sinne ist das sicherlich ein Differenziationsmerkmal von Kafka. Die Folien, die ich Ihnen hier zeige und bespreche, folgen im Wesentlichen sehr eng dem Standard Kafka-Einführungsdokument dazu. Wenn Sie mehr oder mehr Details oder mehr in die Tiefe gehen wollen, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, das zu lesen. Das ist gut lesbar, das ist schön nachvollziehbar geschrieben. Es ist generell die bessere Idee, das Original zu lesen, als das, was ich Ihnen hier darüber erzähle. Schauen wir uns ein paar Beispiele dazu an, was die Use Cases für Kafka sind. Der typische Beispiel-Use Case, wie gesagt, ist dieser Real-Time-Data-Feed. Kanonisches Beispiel wäre etwa, Sie haben eine Distributed Web Server Farm und Sie möchten von jedem Webserver die Informationen zusammensammeln, welcher Benutzer wann was tut, egal bei welchem Webserver der Nutzer gerade zufällig durch einen Load Balancer aufschlägt. Das wäre ein typisches Beispiel. Sie haben Ströme von solchen Benutzerinformationen aus ihren einzelnen Webservern, die sie in ein Kafka-System einspeisen würden und an dieser Stelle serialisiert zusammengefasst haben. Sie können mit einem Kafka-System ein ganz konventionelles Messaging-System, zum Beispiel um Microservices zusammenzubauen, nachbilden. Das funktioniert genauso und ist damit ein direkter Konkurrent etwa für ein ActiveMQ. Die Idee von Real-Time-Data-Feeds aus einer Webfarm deutet schon an, dass Sie das auch für weniger soft-real-timige, sondern vielleicht etwas statischere Dinge tun können. Wir hatten schon mal über das Beispiel der Log-Aggregation gesprochen aus einer Serverfarm. Dafür eignet sich ein Kafka-System natürlich genauso gut, wenn es schon solche Real-Time-Data-Feeds sogar unterstützen kann. Oder auch ein ganz ähnliches, verwandtes Beispiel sind die sogenannten Commit-Logs, die Sie aus verteilten Datenbanken finden. Das besprechen wir im Kapitel zu Distributed Transaktionen noch mal etwas genauer. Bleiben wir vielleicht in diesem Kontext als gedankliche Vorstellung, ein ganz normales Message-Queuing-System nachzubilden oder auch solche Real-Time-Data-Feeds nachzubauen. Wie tun wir das jetzt? Ein einzelner Broker wird nicht in der Lage sein, das zu leisten. Wir brauchen also einen sogenannten Kafka-Cluster, der einzelne Broker zusammen in eine logische Einheit zusammenbaut, bei denen diese einzelnen Broker repliziert in diesen einzelnen Cluster-Komponenten laufen. Dieser Cluster speichert sogenannte Streams of Records, Folgen, Ströme einzelner Einheiten,
Ein Record ist dabei beschrieben durch einen Schlüssel, der uns etwas über den Record sagt, seinen eigentlichen Inhalt, was immer das sein mag, und einen Zeitstempel, zu dem er eingetroffen ist. Und solche Streams können noch in Topics, ähnlich wie wir das beim Message Queuing System schon gesehen haben, kategorisiert werden. Die Struktur ist dann folgendermaßen gedacht. Sie haben Ihren Cluster, Sie haben produzierende Applikationen, die Ströme von solchen Records zu einem oder mehreren Themen hier produzieren, einspeisen. Sie haben auf der anderen Seite natürlich Konsumenten, die sich zu einem oder mehreren Themen subskribieren können und diesen Nachrichtenstrom entnehmen. Und Sie haben noch zwei zusätzliche interessante Punkte. Sie haben solche Streams, das ist das Transformieren einer solchen Folge von Records durch Umkodieren, inhaltliches Bearbeiten, was auch immer sie tun. Und letztlich noch die Möglichkeit, über sogenannte Konnektoren, über Connects, diese Kafka-Streams an externe Datensysteme lesend oder schreibend anzubinden. Eng verwandt mit den Produzenten, hier als Kopplung zu anderen Message-Queuing-Systemen typischerweise gedacht. Okay, was für eine Rolle spielen diese Topics? Nun ja, die sind ganz ähnlich, wie wir das schon kennen. Ein Topic können Sie sich als Kategorie oder sonst etwas vorstellen und wird als Metadatum mit dem Record mitgeführt bei der Publikation. Sie subskribieren sich zu Topics und ein Topic kann je nach Situation eben 0, 1, mehrere Subskribenten haben. All das ist Ihnen, denke ich, inzwischen wohl vertraut. Der interessante Punkt ist jetzt, dass Kafka noch eine gedankliche Zwischenschicht einzieht. Naheliegend könnte man jetzt ja sagen, wie das vielleicht RabbitMQ getan hat, zu sagen, okay, ein Topic bilde ich auf eine Warteschlange ab. Und die Exchange sorgt dafür, dass das hier in eine entsprechende Warteschlange eingefügt wird. Kafka macht noch einen gedanklichen Zwischenschritt. Das ist fast eine Warteschlange, aber eine aufgeteilte Warteschlange, nämlich Partitions. Ein Topic wird jetzt aufgeteilt in mindestens eine, typischerweise aber mehrere Partitionen. Eine Partition ist jetzt tatsächlich im Prinzip eine Warteschlange. Das ist eine geordnete Folge von Records. Und in einer solchen geordneten Folge dürfen Sie zwar Dinge anfügen, Sie dürfen das lesen, aber Sie dürfen jetzt nicht mehr verändern. Sie dürfen die Elemente in dieser Partition nicht verändern, dazu müssen Sie sie entnehmen. Sie dürfen sie auch nicht in irgendeiner Form umsortieren. Okay? Und es gibt eine wichtige Einschränkung. Eine einzelne Partition muss auf einen einzelnen Server passen. Nicht auf einen logischen oder einen Cluster, muss auf einen physikalischen Server passen. Produzenten hängen jetzt Daten an eine solche Partition hinten an. Hier diese Bilder sind so zu lesen, dass dass links mit kleinen Sequenznummern alte Einträge stehen und nach rechts werden sie neuer. Sie können jetzt hier natürlich lesen, Sie können von vorne entnehmen, aber ein interessanter Punkt ist, nur weil ein Record hier gelesen ist, wird er noch nicht unbedingt entfernt. Wieder anders als das andere MessageMQ-Systeme typischerweise tun würden. Er kann hier zunächst mal noch verbleiben, und zwar für eine einstellbare Zeit. Er ist konsumiert, verbleibt aber noch im System und kann damit für andere neu hinzukommende Konsumenten noch sichtbar bleiben. In dem Sinne ist ein Kafka-System für solche Ströme auch als ein Speicher mit begrenzter Haltbarkeit einsetzbar, wenn Sie das entsprechend so einstellen, dass hier konsumierte Records noch in Ihren Partitionen verbleiben. Wieder etwas, was andere Systeme so in dieser Form nicht können. So, wie konsumieren wir jetzt genau? Naja, wir konsumieren natürlich FIFO, First In, First Out, aber wir konsumieren auch jede Partition separat. Das ist mit diesem Consumption per Consumer per Partition gemeint. Jeder Konsument hat für jede Partition, für die er sich interessiert, für die er sich subskribiert hat, hat für jede dieser Partitionen einen Lesezeiger. Will sagen, innerhalb einer Partition weiß ich, dass Consumer A bis zu diesem Record 1 hier gelesen hat und würde an Stelle 2 hier weiterlesen. Consumer B kann schon weiter fortgeschritten sein. Consumer B hat schon 1 bis 3 konsumiert und liest jetzt an 4 weiter.
Deswegen dürfen wir hier auch 3 noch nicht entfernen. Deswegen darf 3 hier noch nicht entfernt werden, weil Consumer A das ja noch lesen möchte. Deswegen muss der Record 3 und genau 3 in diesem Beispiel, muss dieser Record 3 noch in dieser Partition verbleiben. So, das ist auch die typische Denke. Naja, und Produzenten hängen natürlich hinten an, ist ja klar. Die typische Denke ist jetzt auch zu sagen, dass ein Konsument eigentlich linear von vorne nach hinten durchliest. Das ist so der intendierte 95%-Fall. Es ist aber auch erlaubt, dass sie nach vorne oder nach hinten springen, auslassen, wieder nochmal lesen. Das würden sie allerdings mit gewissen Performance-Penalties bezahlen, wenn sie so etwas tun. Aber es geht. Ja, produzieren ist klar, nicht? Sie produzieren, indem sie hinten anhängen. Und woran hängen sie an? Sie müssen beim Produzieren nennen als Metadaten, welches Topic. Und das Topic ist typischerweise irgendeine Semantik. Die Firma, für die sie den Aktienkurs produzieren, was auch immer. Das ist die Semantik ihrer Daten, das sind in dem Topic ausgedrückt. Und die Partition. Sie müssen die Partition explizit nennen. Das heißt, Sie müssen auch wissen, dass es Partitionen gibt und wie viele es gibt. Und dann können Sie sich überlegen, wie Sie die Partition auswählen. Das können Sie jetzt Round-Robin zwischen den Partitionen machen. Sie können das zufällig auswählen. Sie können aus der Semantik Ihrer Applikation heraus entscheiden, dass das in diese Partition muss. Wie auch immer. Das ist dem Produzenten freigestellt. Soweit wäre das ja jetzt noch nicht so ganz viel anders als das, was RabbitMQ mit seinen Exchanges bauen kann. Vermutlich kann man das 1:1 ineinander übersetzen. Es gibt aber noch einen wesentlichen Mechanismus, der meiner Kenntnis nach ganz spezifisch für Kafka ist und in dieser Form eigentlich nicht unmittelbar irgendwo anders auftritt. Es gibt noch die Möglichkeit, Konsumenten in Gruppen zusammenzufassen. Sogenannte Consumer Groups. Und das macht der Konsument, indem er sich einfach selber ein Label an die Brust heftet und sagt, ich gehöre zur Gruppe X, A, B oder C. Und diese Gruppen sind das, was eigentlich aus den entsprechenden Partitionen Daten entnimmt. Ich habe vorhin gesagt, es sind die Konsumenten. Das ist eigentlich verkürzt, eigentlich sind es die Gruppen. Mit folgender Semantik. Ein Record in einem Topic ist ja in einer Partition enthalten, in einer spezifischen Partition. Also ein Record in einer Partition wird ausgeliefert zu genau einem Konsumenten in jeder Gruppe. Okay, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zu einer Partition können sich mehrere Gruppen, hier Gruppe A und B, subskribieren. Die Garantie ist jetzt, dass ein Record hier drin an jede Partition ausgeliefert wird, aber innerhalb einer Partition zu genau einem Konsumenten in dieser Gruppe. Und das ist jetzt sehr elegant. Damit haben Sie jetzt eine sehr einfache Möglichkeit, unterschiedliche Semantiken darzustellen, je nachdem, was Ihre Applikation gerade braucht oder wie Sie eine Applikation auffassen wollen, können Sie mit dem gleichen System unterschiedliche Dinge darstellen. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben nur genau eine Gruppe. Ich glaube, ich male Ihnen das auf. Consumer Groups in Kafka. Eine Gruppe. Das heißt, Sie haben Ihre Partition 1, Partition 2 und da unten drunter haben Sie jetzt nur eine Gruppe sitzen, in der Sie C1, C2, C3 und so weiter haben. Will sagen, dass eine Nachricht hier und hier und hier und diese Gruppe ist an diese beiden Partitionen subskribiert. Diese Nachricht wird zu einem einzigen Konsumenten weitergeleitet. Genau einer. Die grüne Nachricht wird bei einem anderen landen und die rote Nachricht in dieser Partition wird wieder bei einem anderen landen. Okay? Genau ein Konsument
pro Gruppe. Und da wir nur eine Gruppe haben, ist damit alles gesagt. Was ist denn das für eine Semantik? Das ist Message Queuing. Es ist aber auch, wenn Sie so wollen, Load Balancing. Da wir ja die Nachrichten, Last, Arbeitsaufträge zwischen unseren Konsumenten verteilen. Okay. Anderes Extrem wäre, viele Gruppen, ein Konsument pro Gruppe. Dann sieht das Bild ja so aus. Sie haben P1, P2 und jetzt haben Sie hier C1 in seiner eigenen Gruppe G1. Nehmen wir das noch Gruppe G. In seiner eigenen Gruppe G1 und Sie haben C2 in seiner eigenen Gruppe G2 und Sie haben noch C3 in seiner eigenen Gruppe G3. Und wenn Sie jetzt hier wieder eine grüne Nachricht haben, was ist die Semantik zu jeder Gruppe, die hier subskribiert ist? Die sind hier alle subskribiert. Die Semantik war doch jetzt, die, machen wir wieder am Anfang eine blaue Nachricht, zu jede Nachricht wird zu jeder Gruppe und in jeder Gruppe zu genau einem. Aber da gibt es nur einen, also ist das auch klar. Das heißt, wir schicken das hier an jeden Konsumenten innerhalb dieser Gruppe. Und das machen wir mit der grünen Nachricht auch. Direkt an den Konsumenten. Und das machen wir mit der roten Nachricht genauso. Direkt an den Konsumenten, da es ja in der Gruppe nur einen Konsumenten gibt. Tut mir leid, das Bild ist vielleicht wieder etwas chaotisch, aber Sie wissen, was ich sagen will. Die Semantik ist also, die Nachricht wird an alle Konsumenten verteilt. Das ist in einem gewissen Sinne eine Broadcast-Semantik. Das ist aber auch ein PubSub. Das ist genau das Verhalten, das Sie von einem PubSub-System erwarten würden. Sie bekommen alle Nachrichten, die zu einer Partition erzeugt werden. Wenn Sie jetzt ein Topic auf mehrere Partitionen erzeugen, kein Problem, dann müssen Sie halt als Konsumentengruppe sich bei allen relevanten Partitionen für das gleiche Topic hier anmelden, wenn diese Partitionen hier zum gleichen Topic gehören. Okay? So, und jetzt haben Sie alle Zwischenmöglichkeiten. Jetzt können Sie mehrere Gruppen mit mehreren Teilnehmern in unterschiedlicher Größe haben. Und das funktioniert auch, wenn Sie Ihre Gruppengrößen, Ihre Consumer-Gruppengrößen ändern, Konsumenten hinzufügen, wegnehmen, das wird immer noch alles funktionieren. Und diese Möglichkeit, dass diese Consumer-Gruppen hier ein Spektrum abdecken zwischen einer Message-Queuing und einer Broadcast-Semantik, das ist wirklich originell. Das ist vielleicht auch das am meisten herausstechendste und ungewöhnlichste Fähigkeit von Kafka. Vielleicht auch die mächtigste Fähigkeit dabei. Sie können also diese Konsumentengruppen auffassen, als wären sie die Subscriber. Das sind die Subscriber aus einem PubSub-Kontext, aber dieser Subscriber ist in sich aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und innerhalb dessen passiert ein Load Balancing. Sie haben also einen verteilten Load Balanced Subscriber als möglichen Ansatz hier. Ja, wir kriegen noch garantiert, dass wir wirklich Load Balancing haben, dass wir also die über lange Zeithorizonte gemittelt gleiche Anzahl von Nachrichten an jedes einzelne Gruppenmitglied bekommen. Und wie gesagt, das funktioniert auch mit wachsenden oder schrumpfenden Gruppen. Und damit können Sie sich auch noch zusätzlich vorstellen, dass ja die Partitionen, die sind ja FIFO, die sind geordnet. Damit, wenn Sie jetzt noch mehrere Teilnehmer sich vorstellen, die produzieren, mehrere Produzenten sich vorstellen, dann sehen Sie, dass der Cluster hier, der Serialisierungspunkt in seinen Partitionen für die Nachrichten an diese mehreren logischen Subscriber sind. Moment, aber das hatten wir doch schon mal, oder? Wir haben etwas, bei dem wir Nachrichten von mehreren Sendern, mehreren Produzenten an mehrere mögliche, hier Subscribergruppen, an mehrere mögliche Empfänger senden können. Das heißt, wir haben wieder die Möglichkeit, diese Multicasts nachzubauen und über die Semantik dieser Multicasts nachzudenken.
Tatsächlich ist das so und tatsächlich bekommen Sie hier auch eine entsprechende Ordnungssemantik raus, nämlich was über diese Serialisierung passiert, ist eine totale Ordnung innerhalb einer Partition. Nur innerhalb einer Partition. Es ist total, weil es ja FIFO ist, die Ordnung ist, die Partition ist reihenfolgetreu. Und Sie haben die Garantie, dass die Auslieferung aus der Partition an die mehreren Konsumenten, dass die jeweils in der richtigen Reihenfolge passiert, weil wir ja jetzt in der Lage sind, die Partition als einen Serialisierungspunkt aufzufassen. Sie erinnern sich, wir hatten das Problem, wenn wir normale Gruppenkommunikation hatten, dann war ja das Problem, dass Sie Ihren mehreren Sender ABC hatten und jetzt hier nicht so recht wussten, wie diese einzelnen Laufzeiten sind, nicht? Und das verletzt Ihnen dann hier die Gruppenkommunikation. Atomic Order mit Serialisierungspunkt ist ja im Prinzip nichts anderes als die zentrale Sequencer-Idee, die wir uns schon mal vorgestellt hatten, als Serialization Point, die wir uns im Kapitel zur Gruppenkommunikation schon mal angeguckt haben. Indem wir jetzt hier noch eine Partition hinzufügen, sieht das Bild ja jetzt anders aus. Jetzt sieht das Bild ja so aus, dass Sie erstmal von A zu Partition schicken und von C zu Partition und jetzt von hier punktweise Ihnen Ihre FIFO-Kanäle reichen. Wir bilden das durch die Serialisierung wieder auf FIFO, auf separate FIFO-Kanäle ab. Also das simplifiziert das Problem natürlich sehr, sehr, sehr. Wir bezahlen den Preis, den wir uns im Gruppenkommunikationskapitel überlegt haben. Single Point of Failure, Durchsatzprobleme und so weiter. Müssen wir gleich nochmal nachdenken. Es ist nur die Partition, die einzelnen Partitionen, für die Sie das garantieren. Und deswegen auch die Forderung, eine Partition muss auf einen Server passen, damit wir hier die Auslieferungsgarantie geben können. Zwischen Partitionen auch des gleichen Themas geben wir gar keine Garantie. Deswegen muss der Produzent sich überlegen, wofür braucht er das denn? Deswegen muss der Produzent hier sich überlegen, in welche Partition er welche Nachrichten einsortiert, welche mit diesen Zusicherungen ausgeliefert werden müssen. Zwischen verschiedenen Themen kriegen wir sowieso schon mal gleich gar nichts. Das hat semantisch ja auch nichts miteinander zu tun. Naja, aber das ist ja doch wieder doof, ne? Jetzt habe ich einerseits mir so viel Mühe gegeben, immer zu argumentieren, wir wollen keine Single Points of Failure und so weiter. Und jetzt erzähle ich Ihnen hier von einem ganz tollen System, das Kafka heißt und das hier mir trotzdem zwar atomare FIFO totale Auslieferung garantiert, aber das nur dadurch tut, dass ich über einen einzelnen Server mittels Partition, mittels so einer Warteschlangenpartition das serialisiere. Das ist ja doof. Komm. Ist es auch. Deswegen machen wir es auch noch besser. Tatsächlich kann ich eine Partition replizieren über mehrere Server innerhalb eines Clusters. Das heißt immer noch, dass eine Partition an sich auf einen Server passen muss. Ich kann sie nicht zerlegen und ein bisschen der Partition hier und ein bisschen der Partition dort lassen. Sie muss immer noch auf einem Server passen, denn ich mache einen Leader-Follower-Ansatz, Master-Slave, Leader-Follower. Ich habe eine der Partitionen, einen der Server, der diese Partition betreut, als Leader und 0, wenn es halt nicht repliziert ist, oder mehrere als Follower. Und jetzt machen wir sowas Ähnliches wie bei ActiveMQ, wie wir es uns dort angeguckt haben. Nur der Leader beantwortet die Lese-Schreib-Anfragen und die Followers folgen das und replizieren das, indem sie jeweils wieder damit informiert werden. Okay, das fordert jetzt noch so ein paar Fragen heraus. Zum Beispiel, woher weiß ich eigentlich, wer jetzt Leader ist? Naja, das gucken wir uns gleich noch an. Vielleicht noch zur Betonung. Jetzt können Sie ja sagen, Sie haben viele Partitionen. Sie haben 10 Partitionen in einem Cluster mit 5 Servern. Und jetzt replizieren Sie die alle 10 Partitionen auf diese alle 5 Server. Machen Sie jetzt wirklich genau den gleichen Ihrer 5 Server zum Leader für alle Ihre 10 Partitionen. Nee, das ist eine blöde Idee. Der Leader hat schon spürbar mehr Arbeit als die Follower. Das heißt, was Sie typischerweise tun würden, Sie verteilen diese Leaderrolle auf Ihren jeweiligen Clustermitgliedern, sodass Sie hier Load Balancing machen. Das ist genau diese Frage des Leader Elections, was wir uns dann im folgenden Abschnitt angucken werden. Okay.
Ja, ich denke, das ist erstmal so als Überblick, was Kafka eigentlich auszeichnet und was es unterschiedlich macht von anderen Systemen, erstmal ausreichend. Wir gucken uns denn jetzt gleich noch ein paar mehr Details, wie es denn realisiert ist, an, worauf man dabei achten muss. Ich danke erstmal fürs Zuhören.